vorne ist es. Links, das zweite Haus. Ja, ich sehe es. Siehst du genauer an. Gehen über das Nachbargrundstück, durch die Seitenstraße. Hier werden wir zu leicht gesehen. Ich fahre erstmal zur Telefonzelle. Ruf nur noch mal an, ob sich jemand meldet. Diese Zeit ist nie jemand zu Hause. Man wohnt allein. Woher weißt du das? Es gehört zum Geschäft, dass man sich genauestens informiert. 3 Wochen habe ich gebraucht, aber jetzt weiß ich Bescheid. Ich weiß genau, wer der Mann ist. Vor allem kenne ich seine Verhältnisse. Und die sind glänzend. Tag für Tag. Wir haben die gleiche Zeit angerufen. So wie jetzt. Nichts. Niemand zu Hause. Jetzt sind wir da. Geht dir die Muffe? Ja, ein bisschen. Ich sag dir was, man gewöhnt sich da. Und irgendwann kommt der Moment, da macht dir das sogar Spaß. Macht dich echt geil. Komm. Das ist eine ganz ruhige Straße. Kaum mal jemand zu sehen. Ja, das geht auch. Wenn jemand kommt, gehen wir einfach weiter. Gib das Zeichen. Dann schnell rüber. Ja, wir müssen sehen. Jetzt. Hier. Ich habe mich hier schon umgesehen. Durch diese Tür. Eine genügend Zeit. Vor 7 kommt er nicht nach Hause. Alarm oder kein Alarm. Wenn die Sirene losgeht, hauen wir sofort ab, klar? Klar. Glück gehabt. Schönes Haus. Heute Abend haben wir für eine Weile ausgesagt. Wir sehen uns erstmal in aller Ruhe um. Keine Rücksicht. Nicht die geringste. Hast du begriffen? Es geht vor allem um Bargeld. Schmuck. Wertgegenstände aller Art. Aber nur, was man leicht transportieren kann.
keine Bewegung. Rühren Sie sich nicht von der Stelle und rufen Sie nicht um Hilfe. Okay. Ich sehe, bedienen Sie sich schon. Haben Sie schon was gefunden? Gut, dass Sie nicht die Nerven verlieren. Die Ausbeute ist etwas mager. Aber jetzt sind Sie ja da. Sie werden uns helfen. Ich hoffe nur, dass Sie nicht die Nerven verlieren. Ihre Brieftasche. Viel gewinnen Sie damit nicht. Ihre Brieftasche! Darf ich mich bewegen? Los! Sieh nach, was drin ist. Sag, was drin ist. Ungefähr 600. Und ein paar Kreditkarten. Sicher auch interessant für Sie. Ja, aber das reicht mir nicht. Leute wie Sie haben immer Bargeld im Haus. Wo ist es? Es tut mir leid, wenn ich Ihnen damit nicht dienen kann. Es gibt kein Bargeld in diesem Haus. Hören Sie zu, es macht mir nichts aus, Sie über den Haufen zu schießen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, ehe Sie mir die Wohnung weiter verwüsten. Ich telefoniere mit meiner Bank und lasse mir Geld bringen. Wie viel? 20.000. Und das soll funktionieren? Man bringt Ihnen doch kein Geld. Ich bin ein guter Kunde bei der Bank. Ich werde sagen, ich bin in einer Verhandlung, kann Sie nicht verlassen, brauche das Geld sofort und bar. Dann bringt man es Ihnen? Ich bin ganz sicher. 20.000. Verlangen Sie nicht mehr. Das ist mein Angebot. 20.000. Sie kriegen das Geld und verschwinden. Hören Sie, Sie sind ein Typ, den ich nicht einschätzen kann. Das ist nicht mein Problem. Wenn Sie mich reinlegen, dann bringen Sie das Ding da ins Spiel. Sehe ich das richtig? Das sehen Sie absolut richtig. Kann ich jetzt telefonieren? Kann ich? Wenn Sie ein falsches Wort sagen, wiederholen Sie sich nicht. Rutke, Herr Schönholz, ja. Guten Tag. Ich habe eine Bitte, die etwas ungewöhnlich ist. Ich bin in meinem Hause in einer Verhandlung und brauche dringend 20.000 Mark. Können Sie mir die bringen? Ich kann leider nicht selbst vorbeikommen. Vorbeibringen? Ja, ja. Ja, natürlich. Ja, ich verstehe. Ja, ist gut. So schnell wie möglich. Ich werde gleich mit dem Filialleiter sprechen. Besten Dank für das Entgegenkommen. Waren Sie einverstanden mit meinem Text? Ja, ganz gut. Aber wenn jetzt statt des Bankboten die Polizei kommt... Gleich bekommen Sie Ihr Geld. Die ganze Zeit schon habe ich Lust auf einen Drink. Sie sind doch damit einverstanden, dass ich mir den mache. Bitte. Na, dann kommen Sie. Wollen Sie nicht auch was trinken? Nein. Aber ein Whisky wird Ihnen guttun. Sie werden Ihre Aufregung verlieren. Ich bin nicht aufgeregt. Haben Sie ein Bier? Ja, natürlich. Für den da auch. Wo ist das Bier? Keine Sorge. Hier in der Bar. Wissen Sie, wenn kein Trick dabei ist, dann sind Sie echt eine Nummer. Ein Kompliment? Fassen Sie es ruhig so auf. Sie sind eine eiskalte Nummer. Ich habe ungern Leute um mich, die leicht ihre Nerven verlieren. Ich auch. Irgendwie muss man eine Situation immer im Griff haben. Meine Meinung. Der Bankbote?
Das ist anzunehmen. Sie gehen zur Tür, aber ich gehe mit. Nichts dagegen. Fragen Sie, wer da ist. Dann wird er misstrauisch. Er weiß ja, dass ich ihn erwarte. Also gut, machen Sie auf. Können Sie die Gelegenheit benutzen, irgendwas zu tun oder zu sagen? Ja, das weiß ich. Ah, da sind Sie ja. Bitte um Entschuldigung, dass ich Sie hier bemüht habe. Aber das macht doch nichts, Herr Wuttke. Sie müssen nur noch unterschreiben. Moment mal, haben Sie einen Stift da? Ich habe einen, bitte. Danke. Nochmals vielen Dank und entschuldigen Sie, dass ich Sie hier an der Tür abfertige. Das ist doch kein Problem. Bitte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sie haben ja Schweiß auf der Stirn. Kommen Sie. Und jetzt verschwinden Sie. Wer ist das? Ich erwarte geschäftlichen Besuch. Ehe Sie in Panik geraten, gehen Sie über die Terrasse. Kommen Sie. Bewaffneter Raubüberfall. Sieh dir mein Arbeitszimmer an. Das ist ja unglaublich. Es waren zwei Männer. Ich habe sie gestört, als ich nach Hause kam. Sie haben mir gleich die Pistole unter die Nase gehalten. Wo sind Sie jetzt? Abgehauen. Was haben Sie mitgenommen? Nichts haben Sie mitgenommen. Ich habe Ihnen 20.000 Mark gegeben. 20.000 Mark hast du in der Tasche gehabt? Nein, ich habe sie mir von der Bank kommen lassen. Kommen lassen? Ich erkläre dir das. Ich sehe sie. Da liegt sie. Wollen wir unsere Besprechung verschieben? Willst du erst die Polizei verständigen? Nein, nein. Du kannst mir schon sagen, was du von mir willst. Am Telefon warst du sehr unfreundlich. Du, es hat keinen Sinn, jetzt darüber zu sprechen. In einer verwüsteten Wohnung über eine Angelegenheit, die ähnlich verwüstet ist. Verwüstet? Ähnlich verwüstet ist? Wovon sprichst du? Von deinem Geschäft. Von unserem Geschäft. In der Tasche, da habe ich alle Beweise. Was für Beweise? Für deinen Betrug. Du hast mich betrogen. Du hast Kunden betrogen. Wenn das bekannt wird, gehst du für eine Reihe von Jahren ins Gefängnis. Weißt du es eigentlich? Ich weiß sehr gut, was ich getan habe. Ja, ich habe Bilanzen gefälscht. Ich habe manipuliert, ein paar Umbuchungen vorgenommen. Und warum? Weil wir am Ende waren. Weil es nur einen Weg gab. Diesen Weg, den Konkurs zu vermeiden. Der dich und mich um alles gebracht hätte. Ich habe einen Weg gefunden, der gut ein bisschen außerhalb der Legalität ist. Aber wir kommen schon wieder rein in die Legalität. Es geht ein bisschen hin und her, zugegeben. Aber was ist das Leben? Seiltänzerei. Es kommt darauf an, oben zu bleiben. Egal, was für Verrenkungen man macht. Tut mir leid, du hast den falschen Kompagnon. Ich bin kein Seiltänzer. Ich werde Anzeige erstatten. Dein guter Charakter feiert mal wieder ein Fest. Wer einen guten Charakter hat, der möchte ihn auch zeigen, dass alle Welt ihn bewundert, den Menschen. Mit einem guten Charakter. Komm, ich mache uns jetzt was zu trinken. Willst du einen Whisky? Ich möchte keinen Whisky. Ich möchte, dass du etwas begreifst. Dass du deine Situation begreifst.
Aber die begreife ich ja. Die begreife ich sehr gut. Ja? Das ist wahr. Ich melde einen Raubüberfall. Es hat einen Toten gegeben. Wir warten dann auf Ihren Obduktionsbericht, ja? Ja. Gut. Heute Nachmittag. Wiedersehen. Zwei Männer. Einer, der eine Pistole auf mich gerichtet hatte. Der Mann sah ziemlich entschlossen aus, sodass ich es für richtig hielt zu tun, was er verlangte. Waren die beiden Männer maskiert? Nein. Sie können sie also beschreiben und auch wiedererkennen. Da bin ich eigentlich ganz sicher. Dann haben Sie das Geld von der Bank holen lassen. Die ganze Zeit sah ich in eine Pistolenmündung. Was sollte ich tun? 20.000 Mark. Sie hätten mehr verlangen können. Das Geld wurde Ihnen gebracht? Ich meine, ist das nicht ungewöhnlich? Normalerweise bringt die Bank das Geld ja nicht ins Haus. Ich bin froh, dass man es getan hat und dass man keine Fragen gestellt hat. Sie haben das Geld an der Haustür entgegengenommen, nicht? Ja. Und wusste, dass jemand mit einer Pistole auf mich zielte. Kein schönes Gefühl, sag ich Ihnen. Das kann ich verstehen. Wann kam Ihr Kompagnon, Herr Kramer? Keine 10 Minuten später. Ich wusste, dass er kommen wollte. Ich war mit ihm verabredet. Er klingelte an der Tür. Ich fragte die beiden Gangster, was soll ich tun? Abwarten, nicht reinlassen. Ich sagte, das ist mein Kompagnon. Er weiß, dass ich da bin. Mein Auto steht vor der Tür. Er wurde mir befohlen, ihn reinzulassen. Jetzt muss ich Ihnen etwas sagen über Kramer. Kein ruhiger Mann, kein Mann, der eine Situation richtig einschätzen kann. Immer ein wenig hitzig, unüberlegt. Er kam herein, sah, was los ist. Irgendwie begriff er den Ernst der Situation nicht. Er griff den Mann an, um ihm die Pistole wegzunehmen, und der schoss sofort. Ich kann Ihnen sagen, dass ich in diesem Augenblick um mein Leben keinen Pfifferling gegeben hätte. Am späten Nachmittag bekommen wir den Obduktionsbefund. In Ordnung. Hat der Tote Angehörige? Er ist geschieden. Er hat eine Tochter. Haben Sie die Tochter schon verständigt? Nein. Wie kann man sie erreichen? Vielleicht im Theater. Sie ist Regisseurin in einem Privattheater. Die Lösung eines Rätsels. Die Wörterbücher mit den neuen Bedeutungen. Ja, so wird es sein. Und wir laufen herum wie Schmetterlingsfänger mit erhobenen Netz. Du bist nicht in der Situation, du sagst bloß Text auf. Weißt du, was du da sagst? Ich weiß, was ich da sage. Man kann eigentlich nichts Schlimmeres zu einem Schauspieler sagen. Allerdings. Deswegen fangen wir jetzt auch noch mal ganz von vorne an. Also, welche Bedeutung hat der Text für dich? Was willst du damit sagen? Wollen wir wieder darüber diskutieren? Thorsten, du hast die Rolle angenommen und damit auch den Text. Und jetzt lass gefälligst deinen Widerwillen beiseite. Oh, geht das wieder los? Kannst auch nicht mehr hören. Nicht mehr hören? Was für ein Schauspieler seid ihr eigentlich? Können wir jetzt bitte weiter probieren? Ja, man muss doch eine Beziehung haben zu dem, was man spielt. Zum Text, den man sagt. Aber in dem Stück gibt es doch nur Beziehungslosigkeit. Der Text redet sich selbst. Hey, so sagst du das sehr gut. Was habe ich sehr gut gesagt? Dass der Text sich selbst redet. Da könnt ihr ja nach Hause gehen. Ja, bitte. Frau Kramer? Ja? Können wir Sie einen Moment sprechen? Kriminalpolizei. Hat den Mann erschossen, mit meiner Pistole. Und was jetzt? Wie und jetzt? Kann uns beschreiben. Genau beschreiben. Er wird uns das auch in die Schuhe schieben. Die Idee. Er hat die Idee gehabt. Hat einen Mann erschossen, ohne das geringste Risiko. Jeder wird ihm glauben, dass wir das waren. Wer sonst? Jetzt sind wir in der Falle. Dann kommen wir nicht raus. Ich wüsste nicht wie. Wir können doch der Polizei sagen, was wir wissen. Glaubst du, das nimmt uns einer ab? So ein klarer Fall. Bewaffneter Raubüberfall. Mein Vater ist ermordet worden.
Ja, bei einem bewaffneten Raubüberfall im Hause seines Kompagnons, Herrn Rutke. Texte, die in der Luft entstehen, durch die Luft davongetragen werden, eine Art Gedankenwind mit tieferer Bedeutung, die man alle... Ihr sagt, ihr versteht uns. Die Mörder? Ich glaube, die haben keine Chance. Sie trugen keine Masken und Herr Rutger kann sie beschreiben. Ich weiß, dass mein Vater Rutger aufsuchen wollte. Wie findest du, was er sagt? Er sagte, wir werden eine sehr unangenehme Unterhaltung haben. Aber das hat er bestimmt anders gemeint. Ganz anders. Eine unangenehme Unterhaltung. Ach, geschäftlicher Natur. Wollen Sie mich jetzt bitte allein lassen? Ja, natürlich. Wie findest du, was er sagt? Ah, so wird es wohl sein. Und wir rennen herum wie Schmetterlingsfänger mit erhobenen Netzen. Auf der Jagd nach den neuen Bedeutungen. Die alle keinen geraden Weg nehmen. Ich habe gerade erfahren, dass mein Vater ermordet wurde. Hm? Warum hast du dich hingelegt? Bist du müde? Sag schon, was los ist. Es ist nichts. Will ich dir mal sagen, wie ich die Sache sehe? Ich habe dich zum ersten Mal mitgenommen. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil du es wolltest. Du hast sie mir gesagt, nimm mich mal mit. Also, was ist jetzt? Ich wusste nicht, dass du eine Pistole dabei hast. Soll ich dir sagen, warum ich sie eingesteckt habe? Weil du dabei warst. Ich wollte, dass wir da gut rauskommen. Mit der Pistole ist jemand erschossen worden. Aber doch nicht von uns. Aber wir werden für den Mörder gehalten. Legst du dich deswegen ins Bett? Komm. Jetzt kannst du sie doch kaufen. Deine neue E-Gitarre. Aber wir sind noch nicht weitergekommen. Es tut mir leid. Aber Rutger hat die Mörder doch gesehen. Er hat sie doch genau beschrieben. Wie lange war er mit denen zusammen? Mehr als eine halbe Stunde. Und Sie sagen, er hat sogar mit denen Bier getrunken. Ja. Er hat in der Situation sehr richtig gehandelt. Sehr überlegt. Mein Vater war also der Unüberlegte. Wie denn, das begreife ich nicht. Ich versuche mir die Situation vorzustellen. Und ich stelle mir meinen Vater vor, der in eine solche Situation hineingerät. Und ich frage mich, wie er sich verhalten würde. Nicht so, wie es hier geschildert wird. Mein Vater ist nicht aggressiv. Mein Vater ist gehemmt, nachgiebig. Er ist eher ein Feigling, kann man sagen. Und der soll auf einen Mann losgegangen sein, der eine Pistole auf ihn gerichtet hat. Nein. Das muss ich ja nicht unbedingt widersprechen. Ich möchte sehen, wo mein Vater umgebracht wurde. Schon miteinander telefoniert. So, lass mich dir jetzt sagen, wie unendlich ich bedauere, was hier in meinem Hause passiert ist. Ich bin immer noch ganz fassungslos. Wo war's? Hier, im Durchgang. Ich sehe ihn immer noch da liegen. Die ganze Szene ist wie eingebrannt in meine Netzhaut.
Wo warst du? Da, an der Bar. Ich habe einen Whisky getrunken. Der eine Einbrecher bevorzugte Bier. Ich habe es ihm gegeben, weil ich nicht wollte, dass ihm die Nerven durchgehen. Dann kam mein Vater. Und dem sind die Nerven durchgegangen. Ganz offensichtlich. Zu meinem Schrecken. Ich habe ihn, der ja ein ganz ruhiger Mann war, so kannte ich ihn bis dahin jedenfalls, den habe ich noch nie so gesehen. In ganz plötzlicher, wilder Aufregung. Er hat einfach den Kopf verloren. Was hat er getan? Er wollte dem Mann die Pistole aus der Hand schlagen und der schoss natürlich sofort. Und was hast du getan? Ja, die Hände hochgehoben. Was sonst? Ich wiederhole, Katrin, wie sehr leid mir das tut. Ich habe eine Frage an Sie. Hatte Ihr Kompagnon nicht eine Aktentasche bei sich, als er Sie besuchte? Die Tasche? Ja, natürlich, die Tasche. Die ist in meinem Arbeitszimmer. Das ich übrigens wieder aufgeräumt habe. Was keine leichte Arbeit war. Ja, würden Sie sie mal holen? Ja, bitte, natürlich. Ja, das ist sie. Danke. Er kam in einer leeren Tasche zu Ihnen? Ja, natürlich. Er wollte ja die Unterlagen abholen, die er ja nun leider nicht mehr mitnehmen konnte. Wie es heißt, hat sich Ihr Kompagnon auf eine unangenehme Unterhaltung mit Ihnen vorbereitet. Ne? Unangenehme Unterhaltung? Ja, das hat mein Vater mir gesagt. Er sagte, Rutger ist ein Betrüger. Und ich kann es ihm beweisen. Katrin, dein Vater und ich waren zuweilen anderer Auffassung, was die Führung von Geschäften angeht. Auch ich war auf diese Unterredung vorbereitet, um ihm seine Bedenken auszureden. Ich weiß, dass er lügt. Mein Vater geht doch nicht mit einer leeren Aktentasche los. Nein. Da waren die Beweise drin, die mein Vater Rutger vorlegen wollte. Was glauben Sie, was passiert ist? Mein Gefühl ist, Rutger war's. Er war's selbst. Er hat meinen Vater umgebracht. Als ich da stand, wurde mir plötzlich ganz kalt. Es wurde ihr plötzlich ganz kalt? Ich meine, was soll denn das? Es zählen doch ganz klare Fakten. Es gab einen Einbruch, eine Tür wurde aufgebrochen, ein Zimmer durchwühlt, dann kam dieser Bankbeamte, der Rutger eine Art Lösegeld überbringen musste. Ich meine, das sind doch keine Erfindungen. Oder glaubst du daran? Nein, ich glaube auch nicht, dass es Erfindungen sind. Na also, dann können wir das Ganze vergessen. Oder? Stefan? Er ist ein eiskalter Mann. Ich meine, seit wann lösen wir unsere Fälle mit dem Thermometer? Ha, hier. Hab ich nicht gesagt? Wir sind es. Wir haben jemanden umgebracht. Da steht's. Geschäftsfreund vor den Augen seines Partners erschossen. Hast du nicht gesagt? Ja. Und ich sag's dir nochmal. Wir rufen die Polizei an. Bist du verrückt? Nichts tun wir. Absolut nichts. Wir stellen uns tot. Ihm am liebsten und uns auch.
Ihr sagt, ihr versteht uns nicht. Warum nicht? Sie weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und es liegt nicht an unseren Ohren, an ihr nicht und an meinen nicht. Kann natürlich sein, die Worte haben ihre Bedeutung geändert. Vielleicht müsste man ganz neue Wörterbücher herausgeben, von Generation zu Generation. Wie findest du, was er sagt? Die Lösung eines Rätsels, die Wörterbücher mit den neuen Bedeutungen. Ah, so wird es wohl sein. Und wir rennen herum wie Schmetterlingsfänger mit erhobenen Netzen. Auf der Jagd nach den neuen Bedeutungen. Die alle keinen geraden Weg nehmen. In Ordnung so, Katrin? Katrin? Tut mir leid, ich bin nicht bei der Sache. Give love a chance. Give a change to life. Come on and turn the page. In your book of life. Give love a chance. Give a change to life. Come on and turn the page. In your book of life. Was ist los mit dir? Was mache ich denn falsch? Du spielst ohne Power. Lass es knacken. Ohne Power läuft hier nichts. Hallo? Ich rufe wegen dem Mord an. Da ist doch ein Mann erschossen worden. Dieser Kramer. In einem Haus war das. Vor ein paar Tagen. Jetzt sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Wer sind Sie? Hallo? Reden Sie doch. Melden Sie sich. Bitte, bleiben Sie ganz ruhig und haben Sie keine Angst. Wir waren das nicht. Wir haben den Mann nicht erschossen. Wir haben dort eingebrochen, aber wir haben niemanden umgebracht. Wir haben nur die Pistole liegen lassen. Hier, einen Kaffee. Danke, Thorsten. Denkst du an deinen Vater? Sein Mörder geht mir nicht aus dem Kopf. Ich glaube, dass es Rutger war, sein Kompagnon. Ich bin ganz sicher, dass das war. Was soll ich jetzt tun? Ich rufe wegen dem Mord an. Da ist doch ein Mann erschossen worden. Oma, in einem Haus war das. Vor ein paar Tagen. Jetzt sagen Sie mir bitte mal Ihren Namen. Wer sind Sie? Hallo? Reden Sie doch. Melden Sie sich. Bitte bleiben Sie ganz ruhig und haben Sie keine Angst.
Wir waren das nicht. Wir haben den Mann nicht erschossen. Wir haben dort eingebrochen, aber wir haben niemanden umgebracht. Wir haben nur die Pistole liegen lassen. Tja, die haben es nicht mehr ausgehalten. Einer hat sich gemeldet. Du hast recht gehabt. Es war Rutger. Jetzt haben wir ihn. Haben wir ihn? Wir müssen den Mann finden, der hier angerufen hat, damit er das hier nochmal zu Protokoll gibt. Wenn er das wirklich tut, dann steht Aussage gegen Aussage. Welchen Wert hat eine solche Aussage, Jakin? Na gut. Aber ich meine, wir sind uns darin einig, hoffe ich, dass es Rutger war. Rutger ist der Täter. Wir sind meist deiner Meinung. Ja, aber wir können nicht überführen. Ich sehe keinen Weg. Wir haben nicht die Tatwaffe. Er könnte davonkommen. Das könnte er. Und er wäre ja nicht der Erste, dem das gelingt. Sag mal, war da nicht Musik im Hintergrund? Kein Radio. Eine Band. Bleiben Sie bitte dran und sagen Sie mir jetzt bitte Ihren Namen. Hallo? Hallo? Wie spät ist es jetzt? Halt mal die Uhrzeit fest. In München suchen, den Ort, wo eine Band geübt hat. Ja. Und wann war das? Die haben um 15.30 Uhr gespielt. Die ist doch klar, was du verlangst. Ja. Die berühmte Nadel im Heuhaufen. Mhm. Also, viel Spaß. Ja, wollen wir dem Rutger nicht wenigstens einen Schreck anjagen? Erstaunlich. Erstaunlich. Da melden Sie sich also. Notorische Verbrecher. Gewaltverbrecher. Gebrauche ich das richtige Wort, wenn ich sage Gewaltverbrecher? Ist ja möglich, dass das etwas übertrieben klingt. Also, sind Sie es nun oder nicht? Sie sind es. Melden sich also und streiten den Mord ab. Was haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, wir haben eingebrochen, wir haben Geld kassiert, aber wir haben niemanden umgebracht. Ach, und das nehmen Sie ernst? So ernst, dass Sie in mein Büro kommen, um... Ja, um was eigentlich? Ihr Besuch muss doch einen Sinn haben. Welchen Sinn hat er? Vielleicht erfahre ich das jetzt. Wir haben inzwischen einige Feststellungen gemacht. Ihr Kompagnon wollte Sie vor Gericht bringen. Sie hätten ein gutes Motiv gehabt, ihn aus dem Weg zu schaffen. Zunächst einmal, ich nehme Ihnen nicht übel, wenn Sie das sagen. Sie haben einen Kriminalfall aufzuklären. Sie müssen Ihren Kopf anstrengen, Ihre Fantasie bemühen. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere, wenn Sie Ihre Fantasie auf die Reise schicken. Ihre Aufgabe ist es auch, das Unsinnigste für nicht unmöglich zu halten. Aber jetzt schlage ich Ihnen vor, das Unsinnige zu vergessen. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Also für mich nicht, danke. Aber warum? Warum sollten wir diese Einladung ablehnen? Ich nehme sie gerne an. Danke. Sie gefallen mir. Was gefällt Ihnen an mir? Ihr Umgang mit den Realitäten. Ich hasse Gefühle. Wahrscheinlich, weil Sie keine haben. Ich mag keine Gefühle. Vielleicht habe ich keine. Oder keine zu haben, ist ja auch schon ein Gefühl. Hoffentlich mache ich mich verständlich. Ich gebe mir große Mühe, Sie zu verstehen. Danke für den Drink. Wissen Sie, bisher war ich immer im Zweifel. Aber jetzt bin ich mir ganz sicher, dass Sie Kramer umgebracht haben. Ist diese Schlussfolgerung nicht ein bisschen simpel? Ja. Ich kann nur sagen, tun Sie Ihre Pflicht. Wer war es also? Das heißt doch, dass er es war, der meinen Vater umgebracht hat. Das sind doch Zeugen, oder sind es keine Zeugen?
Sie werden sich nicht als Zeugen melden, fürchte ich. Aber einer hat doch angerufen. Und wieder aufgelegt. Weiß Rutger schon, dass sich einer von den beiden Männern gemeldet hat? Er weiß es. Ja und, was sagt er? Das interessiert ihn nicht. Er lacht nur darüber. Ja und Sie? Lachen Sie auch? Nein, ich lache nicht. Was passiert jetzt? Nichts. Ich werde ihn anrufen. Nein, ich werde anrufen. Wissen Sie, ich sitze hier und erlebe etwas. Hier innen, ganz tief innen. Vielleicht muss ich es erklären. Ich kenne Ihren Vater sehr gut. Er ist und war mein Freund seit vielen Jahren. Katrin ist so gut wie meine eigene Tochter. Ich habe sie aufwachsen sehen. Und wenn jemand mit dem Mann redet, dann ist das auch meine Sache. Dieser Herr, der Sie und Ihren Vater so gut kennt, der ist Schauspieler, nicht wahr? Ja, ein sehr guter sogar. Warum? Sie, ich stelle mir ein Telefongespräch vor. Ja. Naja, er müsste nicht seinen eigenen Text sprechen. Man könnte ihm ja irgendetwas aufsetzen. Ein Text? Wofür? Für das Gespräch mit Rutger. Dieser Schauspieler hat mich draufgebracht. Meinen Sie, er macht sowas? Ja. Was für eine Rolle soll er spielen? Na, Moment. Ich weiß auch gar nicht, ob die Idee überhaupt so gut ist. Aber er kannte Ihren Vater sehr gut, ne? Ja, sehr gut. Er hat ihn oft imitiert. Besonders gut konnte er seine Stimme nachmachen. Ach, ich denke jetzt an Rutger, was er gesagt hat. Also, er sagte doch, Ihre Aufgabe ist es, Ihre Fantasie auf Reisen zu schicken und auch das Unsinnigste für möglich zu halten. Also, nun tun wir doch mal etwas ganz Unsinniges. Ich stelle mir ein Telefongespräch vor. Ich stelle vor, Rutger wird angerufen. Ach, du meinst, ein Toter, der mit seinem Mörder spricht? Eine fantastische Idee. Was für eine Szene. Ich telefoniere mit meinem Mörder. Habe ich einen Text? Ja, Sie bekommen von mir so einen ungefähren Text. Den ich abwandeln darf? Ja, ja. Und Sie verstehen, eine Szene gewinnt erst dann an Wirkung, nein, an Leben gewinnt sie, wenn sie sich selbstständig macht und nicht mehr an Worten hängt wie an Nägeln an der Wand. Also, ich wiederhole, Sie bekommen einen ungefähren Text, ja? Das Ganze muss doch einen Sinn haben. Ich meine, welche Überlegung steckt dahinter? Rutger ist gefühllos, sagt er von sich selbst. Nun gut, dann möchte ich mal feststellen, ob es wirklich ist. Um mich beruflich auszudrücken, ich bin auf der Suche nach seinen Schwachstellen. Lass mir noch einen Augenblick. Gewöhnlich spielen wir Wahrheiten. Aber jetzt muss ich eine berühren. Auf der Bühne habe ich immer versucht, die Wahrheit zu berühren. Es ist mir nie gelungen. Aber ich habe ja auch noch nie eine solche Szene gespielt. Wer spricht? Robert. Ich bin es. Achim. Hast du einen Moment Zeit für mich? Wer ist da? Ich sagte doch, ich bin es. Achim, hast du Zeit für mich? Nur ein paar Minuten. Macht da jemand Scherze?
sagen Sie endlich, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Du weißt, wer hier spricht. Leg nicht wieder auf. Ich will dich nur etwas fragen. Bitte, Robert, hör mir zu. Warum hast du es getan? Was getan? Was habe ich getan? Ich war drauf nicht gefasst. Du hast mir sicher meinen Schrecken angesehen, als du plötzlich die Pistole in der Hand hattest. Welche Pistole? Sagen Sie endlich, wer Sie sind! Wir waren doch Freunde. Sicher keine sehr guten Freunde. Aber wir vertrugen uns doch. Recht und schlecht, wie es üblich ist. Jeder mit seinem Recht zu leben, das keiner dem anderen nehmen kann. Auch du kannst das nicht. Ich gebe es zu, ich kam mit der Absicht, dich anzuzeigen. Aber war dies ein Grund für Mord? Das muss ein Wahnsinniger sein. Ich habe seine Erregung gespürt. Da war sie, die Begegnung mit der Wahrheit. Ich bin seiner Wahrheit begegnet. Der Mann ist der Mörder. Ich möchte euch gern etwas vorführen. Ich möchte euch zeigen, was aus dem Telefongespräch mit dem Jungen rausgekommen ist, der an dem Einbruch beteiligt war. Wir haben die Hintergrundmusik herausgefiltert, verstärkt und wiederholt. Ein Radiosender hat sie gestern Abend gespielt. Na, sag schon. Na, und heute hat sich der Bandleader bei dem Sender gemeldet. War ganz begeistert, dass er seine Nummer im Rundfunk gehört hat. Und natürlich wollte er wissen, wieso. Und die haben ihn an uns verwiesen. Hallo! Darf ich mal fragen, was das bedeuten soll? Was ist los mit Ihnen? Was Sie hier machen, ist Hausfriedensbruch. Wo ist Ihr Sohn? Wo mein Sohn ist? Was wollen Sie von meinem Sohn? Wer sind Sie überhaupt? Na, na, na. Kriminalpolizei, Mordkommission. Ach, du liebe Zeit. Sohn, Sie Toten hier? Nein, den Toten haben wir schon gefunden. Soll ich Ihnen mal was sagen? Von mir hören Sie kein Wort mehr. Dafür werden Sie einen guten Grund haben. Das ist ein Durchsuchungsbefehl. Damit kennen Sie sich bestimmt aus. Darf ich mir einen Kaffee machen, während Sie die Wohnung auf den Kopf stellen? Polizei, stellen Sie an die Wand! Was soll das? Also ich protestiere. Darf ich erfahren, was hier los ist? Schön, dass ich euch mal so sehe. Kommen Sie. Harry, hier ist dein Kassettenrekorder. Jetzt sagen Sie mir bitte mal Ihren Namen. Wer sind Sie? Hallo? Reden Sie doch. Melden Sie sich. Bitte bleiben Sie ganz ruhig und haben Sie keine Angst. Wir waren das nicht. Wir haben den Mann nicht erschossen. Wir haben dort eingebrochen, aber wir haben niemanden umgebracht. Wir haben nur die Pistole liegen lassen. Idiot! Was bist du da für ein Idiot? Hab ich dir nicht gesagt, auf keinen Fall Anruf? Hab ich dir nicht gesagt, wir stellen uns tot? Jetzt sitzen wir drin, bis hier. Jetzt sage ich Ihnen eins. Der Junge hat recht. Wir waren das nicht. Wir haben niemanden umgebracht. Ich fürchte nur, es glaubt uns niemand. Oder glauben Sie es mir? Unterschreiben Sie bitte.
So, gehen Sie nach nebenan und warten Sie dort bitte. Ne? Wille, gib den beiden Herren einen Kaffee. Geben Sie den Herren Kaffee. Glaubst du, wir haben damit eine Chance? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben keine oder so gut wie keine. Die beiden haben sich gesagt, Einbruch ist billiger als Mord und den Mord wollen sie loswerden, egal wie. Das wird auch der Anwalt von Rutger sagen. Und er wird sich sicher sehr glaubhaft anhören. Ja. Stefan? Zunächst einmal keine Meldung an die Presse, damit Rutger nichts erfährt. Guten Abend, bitte. Guten Abend. Ich freue mich wirklich, dass Sie gekommen sind. Sie laden jemanden ein, den Sie für einen Mörder halten? Haben Sie Ihre Ansicht inzwischen geändert? Nein. Whisky? Ja. Ich möchte Sie gern zu einem Theaterbesuch einladen. Theater? Soll eine Überraschung sein. Wobei mir natürlich klar ist, dass Sie nichts ohne Hintergedanken tun. Und dieser Gedanke, der macht Ihnen Sorgen. Nein, nein. Ganz und gar nicht. Ist er schon da? Nein, noch nicht. Darf ich fragen, was überhaupt gespielt wird? Kommen Sie nur. Bitte. Nehmen Sie Platz. Guten Tag, Robert. Komme ich zu spät? Nein. Was haben Sie sich da ausgedacht? Schauen Sie nur zu. Ich bin gerade überfallen worden. Ich habe Einbrecher überrascht, die mich mit einer Pistole bedroht haben. Eben sind sie weg. Beute 20.000 Mark. Bleiben Sie doch sitzen. Wollen wir unsere Besprechung verschieben? Nein, sag nur, was du von mir wolltest. Am Telefon warst du sehr unfreundlich. Über unser Geschäft wollte ich mit dir reden. In der Tasche, da habe ich alle Beweise. Was für Beweise? Für deinen Betrug. Du hast mich betrogen. Du hast Kunden betrogen. Wenn das bekannt wird, gehst du für eine Reihe von Jahren ins Gefängnis. Was soll das? Was führen Sie mir da vor? Das ist ja nur ein Spiel. Was ich getan habe. Ja, ich habe Bilanzen gefälscht. Ich habe manipuliert, ein paar Umbuchungen vorgenommen. Und warum? Weil wir am Ende waren. Pleite, Bankrott. Da gab es nur einen Weg, den du betrogen hättest. So ein bisschen Legalität, ein bisschen Illegalität. Das geht ein bisschen hin und her, zugegeben. Aber was ist das Leben? Seitenzerei? Es kommt darauf an, oben zu bleiben. Tut mir leid, du hast den falschen Kompagnon. Ich bin kein Seiltänzer. Ich werde Anzeige erstatten. Dein guter Charakter feiert mal wieder ein Fest. Wer einen guten Charakter hat, der möchte ihn auch zeigen, dass alle Welt ihn bewundert, den Menschen. Mit einem guten Charakter. Ich möchte, dass du etwas begreifst. Dass du deine Situation begreifst. Aber die begreife ich sehr gut.